Berlin hat Kaya Beckerland seine Promotion zu dem Thema Scene History, Geschichte als Sehprozess an der Bauhaus-Universität in Weimar begonnen. Aktuell lehrt er als Gastprofessor an der American University in Kairo und ist Direktor der Shaya Art Gallery. An der Shaya Art Gallery. Des Weiteren ist Beckerland Mitgründer der Künstlergruppe Reloading Images. Seine Arbeiten wurden unter anderem im Haus der Kulturen der Welt, im Martin-Kropius-Bau Berlin, im Volkbank-Museum in Essen sowie im Reina-Sophia-Museum in Madrid gezeigt. Beckerlands Film Excursions in the Dark wurde 2012 mit dem Dialogue Award als European Media Art Festival ausgezeichnet. Jens Meyer-Rothe ist Autor, Kritiker und Ausstellungsmacher. Im Jahr 2012 gründete er die Kunstinitiative Beirut in Kairo und leitet sie seitdem gemeinsam mit Antonia Lambi und Sarah Rifkin. Nach seinem Studium an der Bauhaus-Universität in Weimar erhielt er 2009 den Master of Fine Arts in Critical Studies an der Malmö Art Academy der Lund University in Schweden. Im Anschluss absolvierte Jens Meyer-Rothe das Independent Study Program des Whitney Museums of American Art in New York. 2012 veröffentlichte Meyer-Rothe als Co-Autor den Beitrag Citizen Reporting and the Fabrication of Collective Memory, in dem er sich mit Amateurberichterstattung und kollektiver Erinnerung auseinandersetzt. Gemeinsam mit Kaya Beckerlang und Alin Falsabadi hat Jens Meyer-Rothe an dem Essay-Video Notes of Projection gearbeitet, das zwischen 2013 und 2015 entstand. Ausschnitte des Videos, die auf das Tahrir-Cinema Bezug nehmen, das Anfang 2011 im Zuge der ägyptischen Revolution auf dem Tahrirplatz in Kairo stattfand, werden in die Materialcollage des heutigen Beitrags von Kaya Beckerlang und Jens Meyer-Rothe einfließen. Wir freuen uns nun sehr auf das Zusammenspiel von Filmausschnitten, Fotografien und Textpassagen, die die beiden Redner in einem für das Publikum geöffneten Gespräch miteinander in Verbindung setzen. Ich denke, dass wir die Diskussionsrunde, die wir im Anschluss angedacht hatten, aus zeitlichen Gründen wahrscheinlich ausfallen lassen. Also ihr dürft nicht gehen und keine Fragen stellen. Nein, aber genau, das ist das Problem. Ja, wir versuchen das ein bisschen zu kürzen. Die Enddiskussionsrunde dann einfach im Anschluss in eurem Vortrag in kleiner Form durchziehen. Schön. Vielen Dank. So. Wir sind alle ein bisschen müde, deswegen versuchen wir das jetzt, und wir haben auch alle Hunger, deswegen versuchen wir das so ein bisschen so kurz und schmerzlos wie möglich zu machen. Wir probieren jetzt was und wir werden dann schon noch ein paar Fragen irgendwie aufwerfen können. Wir haben ein Bild mitgebracht, das wir zum Ausgangspunkt einige Überlegungen machen möchten. Dieses Bild ist ein Foto aus Kairo, das die Stadt, in der wir in den letzten 4 Jahren gelebt und gearbeitet haben. In diesem Foto kommen verschiedene Aspekte zusammen, mit denen wir uns auch seit einiger Zeit beschäftigen, die auch heute hier vorgekommen sind öfter. Überhaupt sind heute viele Sachen gesagt und gehört worden. Und da ist vielleicht einiges jetzt ein bisschen redundant, was wir in unserem Skript haben. Da werden wir dann die Geschwindigkeit vielleicht so ein bisschen erhöhen oder irgendwo springen, was aber nichts ausmacht, weil das sowieso nicht linear angedacht ist, sondern wir uns einem Thema eher assoziativ und fragmentarisch nähern wollen. Das dreht sich um das Bild an sich oder genauer gesagt den Status von Fotografie oder fotografischer Dokumentation im Zeitalter des Internets, der Projektion als Kulturtechnik wie als Denkmodell. Damit ist auch die Rückprojektion, die Schleife und das Feedback von Informationen mit eingeschlossen. Und wir werden uns dem Ganzen mit kulturhistorischen und medientheoretischen Überlegungen sowie konkreten Beispielen aus der medialen Praxis aus und um Kairo nach 2011 nähern. Jetzt steht bei mir hier die Situation wie im Bild. Der Kai hat das Skript geändert und wir sehen das Bild jetzt nicht, deswegen rede ich jetzt einfach, obwohl wir das Bild nicht sehen. Und man kann die Situation hier im Bild unterschiedlich sehen und analysieren. Wir nehmen den Moment, den wir in diesem Bild sehen, als Ausgangspunkt und gehen von da aus in 2 verschiedene Richtungen.
Kaya wird dann einen Ausflug in die Gleichzeitigkeit unternehmen und darüber nachdenken, wie sich direkte Live-Übertragung auf Ereignisse und ihre Akteure auswirken kann. Dabei wird die zeitliche Distanz minimal und es entsteht ein Spiegelraum bzw. ein Nichtraum. Ich werde das dann wiederum versuchen zu zerlegen in einige zeitliche und räumliche Verschiebungen, die mir grundlegend erscheinen für die Betrachtung von Distanz und Differenz in der Art, wie wir Ereignisse erfahren, ihre Bedeutung lesen und uns dementsprechend an sie erinnern. Also zum einen geht es um Gleichzeitigkeit, mit der wir Handlungen erleben und sehen. Zum anderen geht es um Gemeinsamkeit, mit der wir Bilder sehen und erinnern. Und über diese unterschiedlichen Verhältnisse von Nähe und Distanz nähern wir uns dann vielleicht einem potenziellen Bildthema auf Distanz. Mal sehen. Eine Fotografie findet ihren Weg auf meinen Computerbildschirm und löst eine Distanz zu dem Ereignis, das es dokumentiert, eine Reihe von Gedanken aus. Ein Mann steht auf einem öffentlichen Platz, um ihn herum eine Vielzahl von anderen. Er sitzt auf den Schultern eines Freundes, was ihn aus der Menge emporhebt. Sein Mund steht weit offen, sein Gesichtsausdruck ist freudig erregt. Ein Fotograf hat den Auslöser gedrückt und diesen digitalen Abdruck ins Internet eingespeist, mit dem auch der Mann im Bild verbunden scheint. In seinen Händen, einer Trophäe gleich, ein Laptop mit einem mobilen Internetstick. Auf dem Screen des Geräts erscheint die Live-Fernsehberichterstattung Al Jazeeras. Kalligrafisch geschwungenes Logo, Fließbandtext, die grafische Sprache der Breaking News. Die Aufnahme des jubelnden Mannes mit dem Computer in der Menschenmenge ist eine Mise en Abyme. Jenes Bild, das er dem Fotografen zeigt, ein Bild eben jener Menschenmenge, in der er steht mit seinem Laptop. Das Signal, das er hier, laut Bildcaption der Reuters-Website am 11. Februar 2011 auf dem Kairoer Tahrirplatz, unmittelbar nach der Nachricht von Präsident Mubaraks Rücktritt, dieses Signal, das er aussendet, seine Präsenz an eben diesem Ort, zu dieser Zeit und inmitten von anderen Frauen und Männern, ist das, was er gleichzeitig und am selben Ort empfängt. Sehr gut. Okay. Wie ist diese Geste des Jubels zu lesen? Damals, vor fast 4,5 Jahren und heute. Ist dies ein Jubel, der bis heute anhält, der sich versetzt hat in etwas anderes, Dauerhaftes? Hat die Hoffnung dieses Moments, der von so vielen rund um die Welt als Befreiung begriffen wurde, sich fortgesetzt? Die Hoffnung dieses Moments, hier in ein Foto eingefroren, lässt sich leicht erklären. Ein Militärregime, das rund 60 Jahre mit eiserner Hand regiert, scheint zu bröckeln. Die Überraschung ist diesem Mann, wie allen anderen um ihn herum, deutlich anzusehen. Doch daneben ist es die Sichtbarkeit, in der sich diese Entwicklung entfaltet. Direkt auf dem Bildschirm in der Hand, auf Hunderten von Bildschirmen in Realzeit. Seht auf diesen Screen, hier ist der Beweis, scheint jeder Mann zu rufen. Und so mutet die Geste des Fotografen, dessen Foto ich beschreibe, fast antiquiert an. Angesichts eines Ereignisses, das in seiner Essenz einen viel umfassenderen fotografischen Charakter hat, die Zweidimensionalität traditioneller fotografischer Aufzeichnung überschreitet. Jener fotografierte Mann ist dem Fotografen selbst vielleicht schon einen Schritt voraus. Während dieser noch an die verzögerte Dokumentation eines Ereignisses durch das Einzelbild zu glauben scheint, ist der jubelnde Protestierende bereits in einer neuen Form einer immanent fotografischen Unmittelbarkeit, die sich von einem Medium der Aufzeichnung zu einem Medium der Übertragung gewandelt. In jedem Moment, als sich die Demonstranten durch Social Media auf ihren Smartphones und das Livestreaming Al Jazeeras selbst auf dem Platz der politischen Auseinandersetzung erleben, verschmelzen Real-Time und Live-View, Handlung und Wahrnehmung zu einer einzigen Geste. Die simultane Präsenz auf realen Straßen und virtuellen Netzen generiert ein synästhetisches Feedback-Signal, das sich direkt in die Dramatik des Ereignisses und das Bewusstsein der Handelnden einschreibt. Im Realraum stattfindende Gesten wirken sich demnach fast in Realzeit auf virtuell mediale Gesten aus und umgekehrt. Was sich hier offenbart, wurde sowohl von den Protestierenden vor Ort als auch in der medialen Berichterstattung als eine neue Form von Handlungskapazität beschrieben. Um welche Form von Handlungskapazität geht es?
Als eines der wohl best dokumentiertesten Ereignisse aller Zeiten wurde die ägyptische Revolution von 2011 von der internationalen Presse umgehend zur Facebook- oder Twitter-Revolution verschlagworten. Da die Aktivisten ihre Märsche und Aktionen vor allem vor und in den Anfangstagen der Straßenproteste über Social Media organisierten und fast in Realzeit dokumentierten. Die tatsächliche Rolle der Online-Medien wurde vor allem in den ägyptischen Medien kritisch beleuchtet, die vor allem auf die tagelange Unterbrechung jeglicher Internetverbindung verwiesen, wie das Regime angeordnet hatte und die dem Fluss der Ereignisse auf den Straßen und dem letztendlichen Erfolg der 18 Tage dauernden Proteste, eben die Abdankung des Präsidenten Hosni Mubaraks, keinen Abbruch haben. Daher ließe sich eher argumentieren, dass wir es unabhängig des Einflusses eines speziellen Kanals wie Facebook oder Twitter ebenso wie einer dauerhaften Konnektivität mit denselben, mit einem neuartigen Ereignis zu tun haben, das sich aus einer spezifischen Medialität ergibt. Diese Medialität ist, wie oben beschrieben, die der potenziellen Live-Übertragung. Das Ereignis wird somit nicht mehr nur erlebt, dokumentiert und gespeichert, sondern von Anfang an als potenzielle Transmission erfahren, die in realen wie virtuellen Kanälen stattfindet und auch am Ausgangsort und Rückkopplung empfangen werden kann. Ausgehend von jener Fotografie können wir eine direkte Auswirkung jener Virtualität auf die konkreten Aspekte des Ereignisses vermuten, als auf jenen Demonstranten vor Ort, die sich selbst agieren sehen. Dazu bedarf es keiner ununterbrochenen Netzverbindung. Wer sich einmal in diesem medialen Feedback-Raum erlebt hat, ist sich der potenziellen Rückkopplung bewusst. Dieser mediale Raum erfordert nicht einmal mehr der sichtbaren Präsenz einer Kamera. Da heute fast jeder ein Mobiltelefon mit Foto- und Videofunktion in der Tasche trägt, ist allein die Wahrscheinlichkeit der Dokumentation ausreichend, dass derart mediale Ereignisse und damit auch die in ihm stattfindende Handlung immanent fotografisch sind. Die Situation des synchronen Sehens und Handelns, in dem sich die Demonstranten des Tahrirplatzes wiederfanden, gleicht demnach einer Spiegelsituation. Und um diesen Raum zu begreifen, bietet sich der Vergleich mit unserer Erfahrung von dem Spiegel an. Vielleicht weniger um eine psychoanalytische Deutung des Spiegels als Instrument der Subjektwerdung, als Identifikation, als Aufsichtnehmen des eigenen Abbildes. Eher geht es darum zu begreifen, welche konkreten medialen Eigenschaften der Reflexion in der Form. Wie beeinflusst eine Medialität des Feedbacks das Ereignis selbst? Und kann man den bildlichen Rückkopplungsraum grundsätzlich als ein eigenes Medium betrachten, mit spezifischen Eigenschaften und Auswirkungen auf den vermittelten Inhalt? Die spezifische Medialität des Spiegels liegt nicht im Spiegelbild selbst, sondern in der Auslagerung und Ausweitung der visuellen Sinneswahrnehmung. Laut Umberto Eco vergrößert die Spiegelprothese, Zitat, die Reichweite des Organs und liefert ihm Reize, analog zu denen, die es empfangen würde, wenn es dort funktionieren könnte, wohin die Prothese seinen Aktionsradius verlängert. So gesehen liefert mir der Spiegel ein absolutes Duplikat des Reizfeldes. Es handelt sich also demnach nicht um ein Duplikat oder eine Ikone des sich spiegelnden Objektes selbst, sondern um eine virtuelle Verdopplung der Reize, gewissermaßen also eine Potenzierung der Handlungskapazität. Eco definiert den Spiegel demnach als ein naturanaloges, asymiosisches Metamedium, das nicht nur nicht symbolisch sei, sondern auch nicht zeichnend. Der Bildwissenschaftler Slavko Kachunko erklärt in Bezug auf Eco den Spiegel zur vierten Kulturtechnik, neben Bild, Schrift und Zahl. Von diesen hebe ich ihm vor allen Dingen ab, dass er kein Speicher, sondern ein reines Übertragungsmedium sei. Um das Medium Spiegel zu begreifen und damit auch den Feedback haben, müssen wir uns demnach zuerst von der Fokussierung auf das Spiegelbild oder das Bild lösen. In der Kunstgeschichte findet das Medium bis zur Moderne, das Medium des Spiegels, seinen Einsatz vor allem als Metapher und literarische Figur, als semiotisches Mittel einer Trennung von Subjekt und Objekt. Dass das Medium von seiner Zeichenhaftigkeit befreit betrachtet, komplexere Beziehungsverhältnisse ermöglicht und einfordert, lässt sich auch aus Foucaults Konzept der Heterotopie herauslesen, dass ein Denkweg einschlägt, der weg von der subjektbildenden Idee des Spiegels und hin zu einem Mittel interobjektiver Erfahrung führt. Ich glaube, das lasse ich jetzt einfach noch aus. Vielleicht nur noch einmal zu sagen, dass die Heterotopie für ihn oder der Spiegelraum emblematisch ist für
das Konzept der Heterotopie. Peter Weibel und Gerhard-Johann Lischka haben für diese spiegelartige Virtualisierung der Umwelt im Zeitalter der Live-Übertragung den Begriff des Monitorstadiums geprägt, das neue Denkfiguren erfordert, dichotome Subjekt-Objekt-Verhältnisse ablösen. Doch ist der Vergleich des audiovisuellen Kreislaufs, in dem sich die sich selbst zuschauenden Demonstranten des Tahrirplatz finden, mit der Erfahrung vor dem Spiegel legitim? Schließlich ist ein wesentlicher Faktor der Reflexion in der Live-Videoübertragung nicht gegeben. Ein sich spiegelndes Objekt erscheint in der direkten Reflexion gezwungenermaßen spiegelverkehrt. Dass sich diese Eigenschaft jedoch beispielsweise durch das Gegenüberstellen zweier Spiegel aufheben ließe, demnach unwesentlich ist, können wir den Live-View-Modus als elektronisch-kartoptrische Übersetzung des Spiegels begreifen, als Übersetzung in Form einer Projektion. Alle ontologischen Aspekte, die Eco in seiner Typologie des Spiegels benennt, sind auch in der rückgekoppelten Videoübertragung gegeben. Die immanente Abgrenzung vom Zeichen, die zwingende gleichzeitige Präsenz des Referenten im Bild, die Unmöglichkeit des Mediums allgemeine Bezüge herzustellen, zu interpretieren oder zu lügen, sowie die Gebundenheit an den eigenen medialen Kanal. Jegliche Form der Inszenierung vor oder hinter der Kamera, ebenso wie vor dem Spiegel, betreffe demnach nicht das Medium selbst, sondern seinen instrumentellen Gebrauch. Der Moment, in dem sich der Protestierende unseres Fotos zweifach ins Bild gesetzt sieht und stellvertretend jenen Tahrir-Moment verkörpert, wurde allgemein als ein Moment der Subjektwerdung verstanden. Jene, die nicht über die Möglichkeit verfügten, sich zu äußern, sahen sich auf einmal in der Lage, realen und medialen Raum einzunehmen. Doch dass mit der Bildwerdung auch automatisch eine Subjektwerdung erfolgt, ist vielleicht ein voreiliger Schluss. Schließlich ist die Bildwerdung zuallererst ein Verflachen im wortwörtlichen Sinn. Wichtig erscheint der Status der unmittelbaren Zeugenschaft, den die Kameras der Fernsehsender und all jener, die mit ihren Handys das Geschehen dokumentierten und hochladen, einnehmen. Hier erinnert das anfangs beschriebene Zusammenkommen von Sehen und Handeln, von Auge und Hand, an das in Ägypten omnipräsente Amulett der Hand von Fatima, ein apotropäisches Symbol aus vorislamischer und vorchristlicher Zeit, das seinen Träger vor dem Evil Eye schützen soll. In ähnlicher Weise diente die Kamera und das instantane Hochladen des Videomaterials als Schutz, als homöopathisches Mittel gegen die Techniken einseitiger Überwachung, Kontrolle und Gewalt des Staates. Mousserine, eine Gruppe von Videoaktivisten, entstand unmittelbar nach den ersten 18 Tagen der Straßenproteste, um dieser Form des Medienaktivismus eine Form zu geben, sie zu verstärken, unter anderem durch kostenlose Kameraschulungen, und dieses Material öffentlich zugänglich zu machen. Und was wir eben gesehen haben, ist eine Aufnahme vom Cinema Tahrir, über das Jens später noch sprechen wird, ist auch auf Mousserine zurückgeht. Doch das momentane Scheitern dieser Form von Aktivismus, zumindest im Kontext Ägyptens, wirft Fragen auf nach der Relation zwischen dem realen und dem virtuellen Raum. Sind die Übertragungseffekte vom einen auf den anderen gegenseitiger Natur, wie es sich in der Anfangszeit vermuten ließ? Die Selbstverbrennung des gedemütigten tunesischen Straßenhändlers Mohamed Bouazizi und die damit verbundene Empörung verbreitete sich über die medialen Kanäle in kürzester Zeit zu wütenden Straßenaufständen in fast der gesamten Region. Doch lässt sich die mediale Vervielfachung zurückübersetzen in reale Veränderungen? Können wir dem Bild trauen als Agent für politischen Wandel? Fast 5 Jahre nach den Anfangstagen der Revolution hat sich die uneingeschränkte Medieneuphorie bei den Aktivisten von Mousserine gewandelt. Eines seiner Mitglieder erzählt mir im Gespräch, Facebook habe sich als Echo Chamber, als Echokammer offenbart, in dem sich Stimmen und Bilder multiplizieren, den Eindruck einer Stimmgewalt suggerieren, um letztlich doch ohne größere Auswirkung im medialen Kurzzeitgedächtnis zu verschwinden, nachdem sie sich für ein paar Wochen im kontextblinden Wettbewerb der Flut eindrücklicher Bilder auf den medialen Timelines behaupten konnten. Wo Echo ist, ist Narziss nicht weit. Können wir den Tahrir-Moment des als emanzipatorisch empfundenen potenzierten Raums und dessen Scheitern
demnach mit jenen Mustern zu erklären versuchen, die uns der antike Mythos über die Natur der Reflexion anbietet. In Marshall McLuhan's Essay The Gadget Lover wird der Narziss-Mythos als kybernetische Erfahrung umgedeutet. Auf den etymologischen Zusammenhang zwischen Narzissus und Narcosis verweisen. Zitat: This extension of himself by mirror numbed his perceptions until he became the circle mechanism of his own extended or repeated image. The nymph Echo tried to win his love with fragments of his own speech, but in vain. He was numb. He had adapted to his extension of himself and had become a closed system. Anstelle eines libidinösen Motivs in der Psychoanalyse liest McLuhan aus dem Narzissmythos das Thema der Autoamputation, der Auslagerung von Körperlichkeit in Body Extensions, den sich der Mensch fasziniert unterwerfe, anderen Sinneswahrnehmungen von außen gegenüber taub und unempfänglich. Ja. 1974 produziert Richard Serra das 10-minütige Video Boomerang, in dem er die Künstlerin Nancy Holt dabei filmt, wie sie ihrem eigenen Audio-Feedback ausgesetzt ist. Während das Feedback ihrer eigenen Stimme um weniger als eine Sekunde verzögert zu ihr zurückkommt, spricht sie über die Erfahrung dieser Situation. Sie kämpft mit ihrer eigenen Stimme und beschreibt den Verlust des Orts und Zeitsinns. Ja. In ihrem viel zitierten Aufsatz Video The Aesthetics of Narcissism beschreibt Rosalind Krauss diese Situation als Kollaps von Selbst, von Zeit und Geschichte. Zitat: The prism Holt both describes and enacts, from which there is no escape, could be called the prism of a collapsed present. That is, a present time that's completely severed from a sense of its own past. We get some feeling for what it is like to be stuck in that present, when Holt at one point says, I'm throwing things out in the world and they're boomeranging back. Boomeranging. Through that distracted reverberation of a single word and even word fragment, there forms an image of what it is like to be totally cut off from history. Even in this case, the immediate history of the sentence one has just spoken. Wie können wir also handeln in jedem Raum von virtuellen Echokammern und Spiegelkabinetten, der außerhalb von Geschichte, von Politik zu sein liegt, in dem unsere Wahrnehmung und unser Gedächtnis konstant überstimuliert sind, beschäftigt, multimediale Feedback-Effekte zu verarbeiten? Das ist das Letzte. Während sich die Aktivisten Platzes noch in der Illusion ihrer Medienmacht selbst betrachteten, haben die neuen, alten Kräfte des Militärregimes sowohl den virtuellen wie auch den realen Raum längst neu besetzt. Das wohl ikonischste Bild der ägyptischen Revolution, der gefüllte Tahrirplatz aus der Vogelperspektive, wurde im Zuge des Putsches im Juni 2013 mit neuer Bedeutung versehen. Dasselbe Bild der Menge, die auf die Straßen strömt, doch nun sind es Militärjets, Schleifen in den Nationalfarben hinter sich herziehen, die sich den Tahrir-Moment bildlich aneignen und jedes kritischen, emanzipatorischen Potenzials berauben. So ließ es sich argumentieren, dass zu Beginn und bis kurz vor Ende jener historischen 18 Days sehr deutlich unterschieden wurde zwischen dem Internet als Ort und dem Internet als Tool,
Facebook et al. Wurden für bestimmte Zwecke der Mobilisation eingesetzt. Die politische Aktion aber geschah offline. Es folgte eine Reihe früherer Proteste seit 2004, in denen Social Media noch keine größere Rolle spielte. Mit dem Erfolg des Rücktritts Mubaraks allerdings bei andauernder Besetzung des Tahrirplatzes und der unmittelbar einsetzenden Ikonisierung der Revolution verwischte diese Unterscheidung zunehmend. Schleichend eroberte sich das Militärregime, kurzzeitig abgelöst durch Mursis Muslimbrüder, den realen Raum des politischen Geschehens zurück, während die Aktivisten es versäumten, ihre gefühlte Omnipräsenz auf virtuellen Kanälen und symbolischen Orten in tiefgreifende politische Veränderungen zu übersetzen. Die Herausforderung liegt demnach in der erneuten Emanzipation. Nicht allein von einem immer repressiver auftretenden Regime, sondern auch von einem Regime des Bildes, des geschlossenen Kreislaufs, des Loops, in dem Handeln vorgetäuscht wird und doch vorwiegend virtuell bleibt. Das Feedback, Spiegel oder Monitorstadium kann als ein eigenes Medium beschrieben werden, das das Reiz- und Handlungsfelder erweitert. Es birgt utopisches wie dystopisches Potenzial, kann empowering wie disempowering sein, birgt jedoch immer die Gefahr, zum geschlossenen Kreislauf zu werden. Hier erscheint es essentiell, sich in Konditionen gewahrt zu werden, die eine solche Reflexion ermöglichen. Also sich vom verführerischen Glanz des Bildes zu lösen, hinter die spiegelnde Oberfläche zu schauen, auf die Zinnfolie, die Rückseite des Spiegels, in diesem Fall the Tain of Tahrir. Für dich? Für dich. Wo kriege ich das jetzt? Wie viel Zeit können wir dann noch in Anspruch nehmen? Was braucht ihr noch? 20 Minuten? Ja. Höchstens. Ich versuche es ganz schnell zu machen. Gehen wir wieder zurück zu unserem anfänglichen Bild. Eben ging es, wie gesagt, um eine relative Gleichzeitigkeit in der medialen Übertragung von Ereignissen und Verhältnissen zu ihrer direkten Erfahrung. Geht es mir eher um eine Vermittlung von Distanz. An den räumlichen Ebenen des Bildes erkennen wir, dass hier zwei sehr unterschiedliche Perspektiven eines desselben Ereignisses im Wirken sind. Genau dasselbe Bild einer Menge auf dem Tahrirplatz, wie es in dem Live-Feed auch zu sehen ist von Al Jazeera auf dem Laptop, haben wir alle im Jahr 2011 sehr häufig gesehen und es war immer dieselbe Vogelperspektive, wie Kaya schon gesagt hat. Aus sicherer Distanz von einem Hotel, dem Dach eines Hotels, hoch oben über dem Tahrirplatz gefilmt. Der Sturz des Mubarak-Regimes in Ägypten ist so auch ins kollektive Gedächtnis aller eingegangen, die zu der Zeit nicht vor Ort waren. Aus dieser strategisch vorteilhaften, sicheren Perspektive geschossen, wurde es zur Ikone der Verheißung einer Zukunft der politischen Selbstbestimmung. Gleichzeitig oder etwas früher oder etwas später wurde von diesem oder einem anliegenden Dach von Scharfschützen des Militärs auf Demonstranten geschossen. Unter anderem, wie wir auch bei Rabia Mouré gelernt haben, gezielt auf ihre Augen. Die Schützen blieben unbekannt, niemand hat sie gefilmt, mit Kamera zurückgeschossen. All das geschieht in einem vermeintlich öffentlichen Raum. Der Platz selbst wurde Gegenstand einer westlichen Projektion, die oft nur sehr wenig mit dem zu tun hatte, was die Menschen vor Ort in Bewegung hielten und erlebten und wiederholt auf die Straße zwangen. Schon hier wird klar, dass Projektion nicht nur Distanz vermittelt und herstellt, sondern ihr innewohnt. Nicht nur ist Projektion eine räumliche oder zeitliche Distanz, nicht nur ist Projektion ohne räumliche oder zeitliche Distanz nicht möglich, Projektion schafft Distanz, sie belegt sie oder stellt sie künstlich her. Projektion entwirft einen Vantage Point, einen Blickwinkel und strategisch günstigen Ausgangspunkt in eins. Projizieren heißt wortwörtlich etwas nach vorne werfen. Das geworfene Objekt kann eine Schätzung sein, die Vorhersage zukünftiger Ereignisse, ein mentales Bild, eine Figur. Eine Filmprojektion wirft Intervalle von Bildern und Nichtbildern auf eine Fläche. In ballistischem Sinne ist ein Projektil ein Objekt, das durch die Luft geschleudert wird, um ein Ziel zu treffen. Science Fiction ist voller utopischer Projektionen. Raumschiffe werden ins All geschleudert, alles Mögliche und Machbare wird in Bewegung gesetzt, um die Zukunft der Menschheit vor der Dunkelheit und Endlosigkeit des Raums zu bewahren.
Auch im Kinoraum ist Perspektive eine Frage von Nähe und Distanz zwischen dem Zuschauer und der Leinwand sowie zwischen Momenten des Lichts und der Dunkelheit. Im Kinosaal sind wir zwei parallelen Informationsströmen ausgesetzt. Mit 48 Frames pro Sekunde sehen wir gleichzeitig eine Sequenz aus Licht und eine Sequenz von Dunkelheit. Unser Gehirn ist in der Lage, beide als autonome Sequenzen wahrzunehmen. So sehen wir in der Tat zwei parallele Filme. Einer entsteht aus Bildern auf der Leinwand, den anderen projiziert unser Unterbewusstsein in einer Art Hintergrundprojektion. Die Geschichte des Kinos kennt auch die Technik der Projektion in der Projektion. Für Jahrzehnte simulierte die Rückprojektion von Hintergründen den modernen Stadtraum im entsprechenden Film und schuf so eine Art virtuellen Raum, der in der Natur so nicht existierte. Bewegte Stadtbilder setzten das Filmstudio in Bewegung, die Kamera und die Schauspieler blieben statisch, die Stadt bewegte sich, die Projektion, die abgefilmt und später wieder projiziert wurde, simulierte die Bewegung im letztlich bewegten Bild. Auch eine Projektion von Zeitgeist und Zukunft, so nah wie möglich am Zeitgeist und so nah wie möglich an einer modernen Zukunft. Vor dem ideologischen Hintergrund des Kalten Krieges kann man dieser Projektion als Kulturtechnik auch den Hintergedanken zuschreiben, stets Fortschritt, Freiheit und Vielseitigkeit des modernen amerikanischen Stadtraums propagieren zu wollen und somit eine negative Projektion der unbeweglichen realsozialen Architektur der Sowjetunion per Filmrolle in Umlauf zu bringen. Hitchcock hat die Rückprojektion als Technik der Illusion thematisiert und entlarvt in Vertigo. Der rückprojizierte Hintergrund erlischt in einer Traumszene unerwartet und überlässt Scotty seinem Traumbild in schwarzer Dunkelheit. Der Ort des Geschehens wird erst kurze Zeit später eingeblendet. In diesem schwarzen Loch verschwindet die illusorische Kraft der Bilder. Die Desillusion lässt uns schwindeln, wie wenn uns der Boden unter den Füßen weggezogen würde. Der endlose Raum tut sich auf. Rückprojektion erforderte auch wesentlich größere Filmstudios, um mit den richtigen Abständen zwischen Kamera, Darsteller und Rückprojektion zu arbeiten. Rückprojektion verlangte auch eine mechanische Verbindung zwischen Projektor und Kamera. Das Bild haben wir unterschlagen. Die Rückprojektion verlangte auch eine mechanische Verbindung zwischen Projektor und Kamera. Und zwar mussten Synchronisationsmotoren sicherstellen, dass die Hellsektoren der Kamera mit denen des Rückprojektors synchron laufen. Und beide wurden so zu einem einzigen Apparat verbunden, der dasselbe Licht, das er produziert, gleichzeitig wieder aufnimmt. Das erinnert uns an den Kameraprojektor der Lumière-Brüder, mit dem sie 1895 die Arbeiter filmten, wie sie die Fabrik verließen. Die Kamera, die damals zum Einsatz kam, konnte Bilder aufnehmen und sie wieder nach vorne werfen. Sie funktionierte als Projektor und als Kamera, im technischen wie im übertragenen Sinn. Der Moment der Projektion inszeniert den Klassenunterschied und manifestiert ihn mittels radikaler Trennung zwischen Subjekt und Objekt. Anhand der Positionierung vor und hinter der Kamera sowie vor und hinter dem Projektor. Der Kameraprojektor wird hier zum Instrument einer affirmativen Geste der Ermächtigung einer bürgerlichen, sozialen und politischen Elite gegenüber der Arbeiterklasse. Jede Konstruktion von Identität, wie wir daraus lernen, eben auch der eines bürgerlichen Eigenverständnisses, schließt immer den Ausschluss anderer mit ein, beziehungsweise die Konstruktion einer Gegenidentität. So verhält es sich dann auch in der Kriegsführung. Die Feindbilder müssen auf die ideologischen und ökonomischen Zwänge abgestimmt werden. Und wenn es keine gibt, stellt man sie eben her, am besten aus dem Stoff, aus dem die Träume sind. Imperialismus und Kolonialismus haben sich von jeher an kulturellen Projektionen des Anderen und Exotischen genähert, um darüber strategische Distanzen und Nähen herzustellen oder aufrechtzuerhalten. Die narrative Architektur von Kino und das ballistische Narrativ von Krieg definieren sich beide über Variationen von Nähe und Distanz, zwischen Besetzer und Besetztem, zwischen der Waffe und dem Ziel, zwischen dem Betrachter und der Leinwand, zwischen dem Bild und dem Schauplatz des Krieges.
Seit den späten 60ern wird die Fernsehkamera wie eine Waffe geschultert. Mit dem militärischen Einsatz von Embedded Journalists als informative Waffen wurde der Man with a Movie Camera schwer zu unterscheiden vom Soldaten. Im schweren Schutzanzug kommt er schwer unter Druck, mit dem Hochgeschwindigkeitsauge militärischer Operationen mitzuhalten und dabei auch immer die richtige Perspektive im Auge zu behalten. Als die Deutschen 1940 in Frankreich einmarschierten, forderte US-Präsident Roosevelt eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem Militär und ziviler Wissenschaft. Er beauftragte den amerikanischen Ingenieur Vannevar Bush, diese Bewegung anzuführen. Derselbe Mann, der in den 30ern das MIMICS-Konzept vorstellte, eine kollektive Gedächtnismaschine und Meilenstein auf dem Weg zur Entwicklung des heutigen Internets. Derselbe Mann sollte auch später das berühmte Manhattan-Projekt initiieren, was letzten Endes zur Entwicklung und Einsatz der ersten Atombombe führte. Angesichts der deutschen Raketentechnik im Zweiten Weltkrieg begann Bush an einem anderen, ebenso neuen Instrument zu arbeiten, das das Potenzial haben sollte, die moderne Kriegsführung zu revolutionieren. Dabei handelt es sich um ein kleines elektronisches Gerät, eine Sicherung, die im Kopf der Artillerie die Bombe schon zünden sollte, kurz bevor sie ihr Ziel erreicht, um somit die Schlagkraft der Bombe zu vervielfachen. Die Proximity Fuse war geboren, ein batteriebetriebenes Miniatur-Radarset verpackt in einer Vakuum-Glasröhre, damit sie Turbulenzen aushalten kann, wenn sie per Projektilkanone abgefeuert wird und mit 500 Rotationen pro Sekunde durch die Luft und ins Ziel schießt. Zunächst aus Sicherheitsgründen nur über Wasser getestet, wurde das neue Kriegsgerät schließlich 1944 autorisiert und zum Einsatz gebracht. In den 4 Jahren dazwischen hatten die Deutschen bereits eine Rakete mit eingebauter Kamera entworfen, mit der sie hofften, die Bombe per Fernsteuerung ins Ziel geleiten zu können. Diese frühe Fernsehbombe wurde nie abgefeuert. 50 Jahre später erschienen die Live-Übertragungen aus den Köpfen ferngesteuerter Präzisionsraketen auf unseren Fernsehern. Die Golf-Invasion von 1991 landete direkt in unseren Wohnzimmern und markierte so einen geschichtlichen Wendepunkt für die Kriegsberichterstattung und das heimatliche Publikum. Kamerabilder aus Raketenköpfen und Bomben, die sich filmend in ihr Ziel stürzten, brachten den Krieg zu Hause näher und schafften ihn gleichzeitig weit, weit weg, jedoch nie außer Reichweite. Diese gefühlte, aber abstrakte Nähe hielt die Folgen des Krieges auf komfortable Distanz. Diese Distanz kollabierte am 11. September 2011. Der Rest ist Geschichte. Die US-Regierung reagierte darauf mit dem, wie schon erwähnten, Embedded Journalism, der gleich 3 Fliegen mit einer Klappe schlagen sollte. Augenzeugenberichte live und vor Ort lieferten den visuellen Beweis für die hegemoniale und militärische Vormachtstellung der US-Streitkräfte. Gleichzeitig hielten sie den alarmierenden State of Emergency aufrecht und führten den heimatlichen Wohnzimmern vor, wie weit entfernt das doch alles von zu Hause ist. Etwa 10 Jahre später fand die Geschichte ein vorerst gutes Ende, eine Happy End im Weißen Haus, genauer gesagt im Situation Room, von wo aus die höchsten Ränge des Militärs per Live-Satellitenübertragung die Tötung Osama bin Ladens verfolgen konnten. Eine Live-Schaltung von einem Safe House zum anderen sozusagen. Beide Situationen hier und dort waren bis ins kleinste Detail durchgeplant. Die Aktion des US-Militärs wurde mehrfach in einer exakten Kopie der Bin Laden-Residenz in Pakistan durchgespielt. Die Aufnahmen der eigentlichen Aktion wurden qualifiziert und keiner Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Stattdessen drehte man in Hollywood einen Film in einer weiteren Kopie des Hauses und dramatisierte das Ereignis in seinen minutiösen Details für ein breites Publikum. Und so muss ein militant anmutender Film letztendlich für die Geschichtsschreibung herhalten, zumindest für das kollektive Gedächtnis der breiten Masse. Die späten 1960er Jahre sahen eine andere Form des militanten Kinos. Das französische Cinéma Militant hatte der Verquickung von Kapitalismus und Kriegsführung den Kampf angesagt. Die Filmemacher brachten ihre Kameras wieder
vor die Tore der Fabriken. Dieses Mal verließen die Akteure allerdings nicht die Fabriken, sondern waren drauf und dran, die Arbeit wieder aufzunehmen nach einem der längsten Streiks, die Frankreich bis dato gesehen hatte. In La Reprise du Travail aux Usines Wonder sehen wir eine Frau dem Kapitalismus ins Gesicht schreien und sich weigernd wieder in ihr Leben und die Fabrik zurückzukehren. In seinem Essay Just Some Ways to Shoot a Strike beschreibt Paul Douglas Grant den Film als wertvolles Dokument, mit dem es die Filmemacher schafften, das Politische mit dem Affektiven zu verbinden. Letztendlich wird der Film jedoch zu einem Dokument des Scheiterns der Bewegung im Mai 1968. What is absent and what the film requires to retake its position as a politically militant film is the historical context, or in more filmic terms, what we could call the reverse shot. A bientôt, j'espère. Hoffentlich bis bald. Wir sehen uns. Ein Film von Chris Marker und Mario Marais meistert diese historische und cineastische Aufgabe. Der Film dokumentiert die Proteste der Arbeiter in der Rodiaceta Textilfabrik in 1967. Die erste Streikbesetzung einer französischen Fabrik seit dem Zweiten Weltkrieg. Gegen Ende des Films dreht sich ein junger Streikführer mit einem Lächeln zur Kamera und spricht durch sie hindurch die Firmenbosse direkt an. Wir kriegen euch. Es muss einfach sein, keine Frage. Wir sehen uns bald. Der streikende Arbeiter projiziert die Fortführung seines Aufbegehrens in eine nahe Zukunft, in der ein effektiver Gegenschutz nicht mehr so weit entfernt ist. Marker und Marais wollten den Klassenunterschied revidieren, den die Lumières knapp 70 Jahre zuvor auf die Leinwand warfen. Als Instrument diente ihnen das Brechtsche Paradigma des Populären, mit dem sie die Betrachteten dazu ermutigen wollten, die kulturellen Mechanismen, einschließlich Film und Kino, zurückzuerobern und so ihren Status als soziale und politische Subjekte wiederzuerlangen. Als logische Konsequenz platzierten sie die Kameras in den Händen der Akteure. In Ägypten im Jahr 2011 musste niemand die Kamera in die Hände von irgendjemandem drücken. Sie war bereits da. Die meisten hatten bereits eine Telefonkamera in der Hand und mussten nur den Aufnahmeknopf drücken. Was sie nicht hatten, war eine effektive Form, diese Bilder zu sammeln, zu teilen und zu veröffentlichen. Sie sollten von so vielen Menschen wie möglich gesehen werden, um eine Mitwissenschaft zu schaffen, sowie ein kollektives Bewusstsein für die Ereignisse, wie sie wirklich waren. So entstand, wie Kaya das schon erwähnt hat, das Tahrir Cinema aus dem Drang, allen Beteiligten eine Plattform zu bieten, über die man Informationen austauschen kann, Aufnahmen miteinander teilen und sich gegenseitig zeigen kann, was man gesehen und was sich erhalten hat. Auf dem Platz, aber auch darüber hinaus. Nach und nach erreichten Ereignisse aus anderen Teilen Ägyptens die Leinwände und umgekehrt fanden öffentliche Screenings auch in anderen Städten statt. Mit dem ästhetischen Modus eines Kinos, das sozialpolitische Ziele verfolgt, wandelt die Tahrir Cinema-Bewegung das französische Cinéma Militant in ein Cinéma Civil um. Und zwar im wortwörtlichen Sinne. Ein ziviles Kino, das vom kollektiven Auge der Bürger, der zivilen Community ausgeht und sich militant, aber gewaltlos gegen den kriegerischen Feind richtet, indem es die gewaltsamen Handlungen der Polizei und des Militärs dokumentiert und für alle sichtbar macht, indem es sicherstellt, dass sie nicht ungesehen bleiben. Alexander Kluge betrachtet das Kino als unsterblich und als wesentlich älter als das Filmemachen selbst. Er sieht es begründet in einer kollektiven Kultur des Teilens, in der wir davon getrieben sind, das zu teilen, was uns innerlich bewegt. Um kollektive Erfahrung und ein kollektiv verkörperliches Wissen erschließen zu können, ist das Kino jedoch auf seine Öffentlichkeit angewiesen. Publicness is an immutable characteristic of an intact republic. People are always and at any time having experiences, but whether they connect experience to self-confidence depends on an intact public dimension. Dasselbe trifft auch auf den öffentlichen Raum zu, der sich, wie eingangs erwähnt, immer mehr auf virtueller Ebene zu manifestieren scheint. Was uns wiederum zu der anfänglichen Frage zurückbringt, ob denn soziale Medien und virtuelle Vernetzungen überhaupt dazu beitragen können, Verbindungen zwischen Erfahrungen und diesem Selbstbewusstsein herzustellen
oder ob sie sie eher fragmentieren und auf Distanz halten. Die letzte Fragerunde, die wir einläuten, wenn ihr überhaupt noch kennt. Ja, danke. Ich finde es sehr gut, wie Sie sozusagen diese Gegenüberstellung gemacht haben von Bilder als Wirklichkeit und die Wirklichkeit selber. Das haben, finde ich, die anderen Vorträge nicht so deutlich gemacht. Und Jedoch bleibt trotzdem die Frage, was denn sich dann diese Bilder, die Sie analysiert haben, bedeuten? Spiegeln sie die Realität wieder oder spiegeln sie Fantasie vielleicht wieder? Zum Beispiel nehmen wir dieses Bild, das uns ganz am Anfang vorgestellt haben, mit dem Mann, der den Laptop hochhält. Man könnte es auch zum Beispiel sehen als einen Bezug auf das Bild der französischen Revolution von Delacroix. Ich finde, es gibt schon so ganz eindeutige Weise, wie das Bild darauf referieren soll. Vor allem aber das Bild sozusagen der Bürger, ja. Also sozusagen diese Masse von Menschen referiert sozusagen auf die bürgerliche Revolution, die nur in Europa Bestand hat. Ja. Und die Frage ist, was bedeutet das, wenn wir das hier jetzt gerade analysieren? Weil projizieren wir nicht unsere eigenen Werte sozusagen da rein und sehen wir halt nicht in diesen Bildern, die uns da zugesendet werden, halt unsere eigene Revolution. Ja. Und die Frage ist halt, wie konstruiert sind diese Bilder überhaupt? Stellen Sie einfach vielleicht wirklich eine Fantasie des Westens dar? Ja, zum Beispiel nehmen wir auch das, was in der Ukraine passiert ist. Ja. Also Maidan, ja, es ist nicht passiert, weil die ganzen Leute dahin gegangen sind, sondern das wurde vorbereitet, ja, 10 Jahre lang. Und das finde ich wichtig, auch darüber zu sprechen. In diesen Zusammenhängen, wenn wir über politische Bilder sprechen, dann wir wirklich sagen, okay, was ist die Politik, was ist die Realität, wie beziehen sich diese Bilder auf diese Realität und nicht nur darüber zu diskutieren, wie die Wirklichkeit in diesen Bildern irgendwie funktioniert oder wie wirklich diese Bilder sind. Ich meine, ich sehe in den Bildern selbst keine Realität, um ehrlich zu sein. Ja, das sind alles Fantasien. Also ich kann dem allen nur zustimmen, meine schnelle Antwort wäre, diese Bilder, ich finde, das ist bestimmt auch total, diese Bilder aus so einer Position, wo wir jetzt sind, zu analysieren, hat schon was sehr Bürgerliches in sich und was sehr davon entfernt ist, neben was dort passiert. Ich denke einfach, diese Bilder werden zum Fetisch unseres eigenen Begehrens nach, was auch immer für Vorstellungen wir haben, was eine Revolution denn sein mag. Und so zirkulieren wir diese Bilder auch weiterhin und behandeln diese Bilder auch. Ja, von daher, wenn die letztliche Frage ist, wie viel haben diese Bilder mit Realität zu tun? Nicht so viel, also würde ich sagen. Ich würde dem, glaube ich, komplett widersprechen. Also nicht immer, ich finde das eine relevante Frage, aber wir hatten ja vorher, haben wir schon mal angeschnitten, die Frage, was heißt Realität im... Als Masse gesehen hat, das war was im arabischen Leben. Bei mir war es immer umgekehrt. Ich habe immer diese Fotos sind ja von beiden. Also die Fotos sind ja sowohl für unsere Medien als auch, also die Reuters-Fotos sind von den gleichen Leuten, aber es sind eben, die einen werden eben für die europäische Presse genutzt und die anderen werden eben für die Presse dort benutzt. Ich würde ja nicht so einen großen Unterschied machen zwischen der Bildauswahl, ob es jetzt ein westliche oder nicht westliche und überhaupt, wo ist die Verlaufsgrenze. Aber und Al Jazeera zum Beispiel ist, glaube ich, auch schon als Institution ein schwieriger Fall, wo ist Westen, wo ist Osten.
Also ich rede jetzt über Zeitungsbilder, ne? Ja. Wo man sich jetzt wirklich die Printed Press anguckt, und deswegen fand ich das jetzt schon total interessant, was Sie gesagt haben, dass es eben natürlich ein Bild ist, was aus unserer Bildtradition heraus natürlich wir lesen. Und deswegen ist es für die westliche Presse natürlich total interessant gewesen. Genau, also von dieser Art von Bildern gibt es ja x. Also wenn man die Zeitung durchgeschaut hat, und das hat ja die Ausstellung, diese Kairo-Ausstellung gemacht, dann waren da eben, ja, da konnte man wirklich so eine Topologie von solchen Bildern da sehen. Und ich fand es halt ganz interessant, weil wir gleichzeitig in Hamburg so ein, ein ägyptischer Bildjournalist im Zusammenhang von den Lead Awards sozusagen für ein Bild prämiert wurde, und der ist dann hier durch diese Ausstellung gegangen und hat eben so gezeigt, ja, das ist ein Bild von mir, das ist ein Bild von mir, das ist ein, also auf diese Zeitungswände schauend. Und da fand ich schon interessant, also welche Bilder werden jetzt in den europäischen Medien benutzt und welche werden in den arabischen Zeitungen abgedruckt. Und ich glaube, da ist schon ein Riesenunterschied. Und ja. Ich denke nur, ich meine, das vielleicht darauf zum Ende kann man dann eben nur über diese Verwendung dieser Bilder wiederum sprechen, ne? Also ob das jetzt die Realität spiegelt oder nicht. Ich denke nur, also wie du schon gesagt hast, das ist ein sehr ikonisches Bild, das auf eine bestimmte Tradition zurückverweist. Aber ich glaube, was für uns interessant ist, ist, dass in diesem Bild eigentlich eine andere Realität zum Vorschein kommt. Wenn wir es nicht nur als ein ikonisches, ja, dieses Bild schafft es nicht, als oder dieses Jubelbild, wenn wir es als das ikonische, den ikonischen Moment dieser ganzen Revolution betrachten, wird es uns nicht wirklich helfen, die Komplexität dieses Ereignisses zu begreifen. Aber wenn wir genauer reinschauen und uns über dieses geschlossene System, was da zum Vorschein kommt, innerhalb des Fotos, was eben, wie gesagt, das Statische der Fotografie überschreiten. Ich glaube, dann kommen wir näher an ein Ereignis wie die ägyptische Revolution. Und genau was du sagst, denke ich, dieses Verführerische der Einfachheit eines solchen Bildes, denke ich, der sind viele erleben, nicht nur im Westen, sondern auch dort vor Ort. Und dieser Glaube an, ja, das ist eigentlich, also in dieser Schleife sind wir, nicht mal in dieser Schleife, aber in diesem Raum sind wir mächtig und niemand kann uns stoppen. Und das ist aber auch wiederum ein Bild und auch nahe Vorstellung, dass wir direkt live dabei sein können, wenn etwas sehr, sehr Wichtiges passiert. Und das, also sozusagen die Bürger, ganz normale Menschen können halt sozusagen so eine Gleichzeitigkeit entwickeln mit den politischen Events. Das zum Beispiel ist auch ein ganz, ganz bestimmtes Bild, man könnte auch sagen, ist auch eine Fantasie. Dass das sozusagen das, dieses Dabeisein, das irgendwie real ist, sozusagen. Und es ist auf eine Art und Weise real, vielleicht. Also, eben, wenn das Ereignis mittlerweile so fragmentiert ist, dass die virtuellen Anteile fast größer sind als die realen Anteile. Die Frage ist, wie viel kommt zurück? Aber inwiefern trägst du dem Ereignis bei, dass du das Bild likest, sharest und das adaptierst, was auch immer, Parodie daraus machst? Das Ereignis schreibt sich weiter, selbst. Oder es hat einen Einfluss auf dein. In einer sehr indirekten Art und Weise. Also von daher denke ich, dass wir. Und das ist für mich die Herausforderung, als zum Beispiel jetzt als jemand, der an Historiografie interessiert ist, wie ein Ereignis, wie diesem, wie eigentlich jedem zeitgenössischen Medienereignis, wie dem gerecht werden, wie die Komplexität begreifen, die wir mit traditionellen, also fotografischen Mitteln oder Text vielleicht gar nicht erfassen können, weil sie eben so fragmentiert und vielschichtig ist und auf verschiedenen Layern ausgesendet wird und wieder zurückkommt. Reicht es, über ein Ereignis wie das zu schreiben, in einer linearen Weise, oder reicht es, ein Bild nach dem anderen aneinander zu rahmen? Kommt
können wir die Komplexität fassen? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere das Bild an den Paperboy in New York, der irgendwie die Zeitung hochhält, War is over. Und alle freuen sich in dem Moment, wo es in dem Medium des Tages fixiert ist und in dem es offiziell geworden ist, wird es zur Realität. Und in dem Moment, wo er es hochhält, ist plötzlich in seinem Medium des Tages, wird der Paperboy dort wirklich in das Gebiet selber verpflanzt, in dem er sich befindet und hat auch den Beweis, es ist gerade real geworden, es ist offiziell, es läuft auch in der Elbe. Ja, genau. Ich habe noch die Knüpfung jetzt beide Fragen nicht so sehr gut an. Ich hoffe, dass sie nicht nur in Amerika im Krankenhaus gebildet sind. Aber ich habe mich gefragt, inwiefern dieser Vergleich zwischen Live-Übertragung und dem Spiegel wirklich standhält. Ich habe mich, weil die Erfahrung, wenn man sich im Spiegel betrachtet, ist halt steuerbar, während man bei der Live-Übertragung immer noch mit dem Bild, was einem eben vermittelt wird, irgendwie zurechtkommen muss. Und man kann es nicht beeinflussen und ein Ausschnitt macht ja viel aus, einfach. Also alleine schon das kann halt eigentlich schon viel verändern. Und die zweite Frage, die ich habe, ist, inwiefern dieses mediale Feedback wirklich ein synästhetisches Feedback ist. Mir ist es vielleicht einfach nicht klar geworden. Natürlich werden hier mehrere Sinneserfahrungen irgendwie gleichzeitig angesprochen und es hat vielleicht auch irgendwie in gewisser Weise auch beeinflussbar irgendwie im virtuellen Raum, aber ich sehe nicht, wo Sinne hier gekoppelt sind tatsächlich. Ja, zur ersten Frage. Du hast auf jeden Fall recht, es ist ein schwieriger Vergleich. Der Spiegelraum hat sich für mich angeboten als ein analoger Raum zumindest, in dem wir zumindest die Erfahrung des Sehens, wie wir handeln, deutlich wird. Und die Erfahrung, das ist, also was ich jetzt vorgelesen habe, ist eine gekürzte Geschichte aus einem längeren Paper, wo es dann auch mehr darum geht, also in der Kunst, in der zeitgenössischen Kunst auf, nicht nur unbedingt auf Spiegelsituationen zu schauen, aber auf Closed-Circuit-Situation, also ähnlich wie in diesem kurzen Beispiel von Richard Serra. Also es gibt einfach relativ wenig, was ich zumindest gefunden habe, über diese Erfahrung in so einem medialen Feedback-Raum. Und von daher war für mich die Auseinandersetzung mit dem Spiegel außerhalb von einer psychologischen Deutung, also eher einem medientheoretischen Diskurs, das Nächste zu Überlegung zu einem Feedback. Du hast recht, das ist natürlich oder wahrscheinlich hinkt bei genauerem Hinsehen, dass die Erfahrung von dem Spiegel anders ist. Und allein schon durch, wir haben kein Delay, wenn wir vor dem Spiegel stehen, was wir im Feedback schon haben und diesen Mangel an Kontrolle. Und die Kopplung der Sinne bezieht sich schon auf eine unterschiedliche akustische und visuelle Dimension. Bisschen schade ist, dass das Video von Richard Serra nicht zu hören war. Also vor allem diese Dimension des auditiven Feedback. Eindrucksvoll. Wenn man seine eigene Stimme hat im Telefon. Ja, genau. Aber was ich jetzt auch noch mal, also hast du deine Frage beantwortet gefunden? Also die Synästhetik noch nicht tatsächlich. Also ich verstehe nicht, auch natürlich kenne ich irgendwie das Feedback irgendwie von Skype oder auch irgendwie in der Musikwissenschaft aus etlichen Museen und alles, aber ich sehe keine Kopplung. Ich sehe die ganzen Sinne, ich sehe auch, wie wir irgendwie in dieser Schleife das Ganze tatsächlich irgendwie beeinflussen können. Ich würde die Schleife jetzt aber auch nicht unbedingt ein Delay nennen. Tatsächlich, das ist keine wirkliche Delay-Schleife. Und nur weil wir etwas hören und wenn wir etwas sehen, heißt es ja nicht, dass der Hörsinn und der Sehsinn sich gerade gegenwärtig beeinflussen. Also so im Sinne der Synästhetik als, ich denke, es ist ein Krankheitsbild. Das ist jetzt zumindest als solches, ja.
als ja. Krankheitsbild. Das gibt es nicht in Personalität. Ja, also als so ist es nicht gedacht. Das ist schon eher als eine Zusammenkunft von verschiedenen gelagerten Sinneseinheiten. Achso, ja, wenn das auch so relevant wird, dann habe ich eine Frage. Also, was ich jetzt vielleicht auch abschließen, weil es jetzt auch so spät ist, noch in den Raum werfen wollte, ist, dass ich es ganz spannend finde, dass jetzt bei diesem letzten Vortrag eben auch nochmal auf das Zeichensinema Bezug genommen wurde, wo eben über Bilder reflektiert wurde, die ja davor in sogenannter Live-Übertragung dann ins Internet gestellt wurden. Und das ist eben auch so ein ganz wichtiger Moment, der bei unserer Recherche eine große Rolle gespielt hat. Und zwar meinte Boris Kreuz in seinem Aufsatz, dass es gefährlich an der Live-Übertragung eben auch darin liegt, dass der Moment der Reflexion ausgemerzt wird. Also dass Bilder eben dadurch so doll emotional auf uns wirken, dass wir gar nicht darin reflektieren, den Abstand zu ihnen einnehmen können und sie dadurch eben zu so einer Waffe werden. Herfried Münters, ein Politikwissenschaftler, hat eben dann so eine ganz klare These im Raum gestellt und hat gesagt, wenn wir keinen reflektierten Umgang mit dem terroristischen Bild hinkriegen, dann sind wir diesem Bild ausgeliefert, haben keinen verantwortungsvollen Umgang mit diesem Bild und der Terrorist mit seinem inszeniert live übertragenen Bild hat Macht über uns, weil wir unreflektiert emotional handeln und uns davon vereinnahmen lassen. Und es war ja eben jetzt nochmal ganz spannend zu sehen, dass dieses Tahir-Cinema nochmal ein ganz anderer Moment mit aufgenommen wurde, nämlich dieses gemeinschaftlich Reflektieren über diese Bilder, die eben so schnell sich verbreiten sollten, also eigentlich ein anachronistischer Moment. Aber Ich wollte noch mal dazu fügen, dass du ja auch in deinem Vortrag gesagt hattest, Projektion schafft Distanz, dass sich da dann auch noch mal eben, also diese Bilder werden an den Wand projiziert, man hat die Chance, sie zu reflektieren und eine Distanz zu dem aufzubauen, was man sieht und was passiert ist. Und das ist ja so ein ganz wichtiger Moment, wenn man über das politische Bild und seine Rezeption nachdenkt. Also dass eben, dass man in der Verantwortung steht, nicht nur emotional auf das Bild zu reagieren, sondern diese Reflexion über das Bild eben sehr zentral und wichtig ist. Ja. Also in meiner Betrachtung hat der Live-Aspekt eigentlich keine wirklich relevante Rolle, wollte ich nur noch anmerken, weil beim Tahrir-Cinema geht es nicht darum, Bilder, die live gesendet wurden, nochmal anzugucken, sondern man guckt eigentlich Sachen an, die man untereinander austauscht. Also Mussolini ist ja dadurch entstanden, hauptsächlich, dass man sein Medienzelt aufgebaut hat, so ein bisschen Media-mäßig, bei dem Leute selbst gefilmte Videos abgeben können und die werden archiviert und gesammelt und online gestellt auf den YouTube-Channel von Mussolini, aber dann eben auch wieder zurückgebracht in den öffentlichen Raum, wo sie gedreht wurden und gemeinsam angesehen. Also es ist nicht das Material, was man als Al Jazeera gesehen hat, sondern das eigene Material. Und noch zu dem Aspekt, was du von Boris Kreuz zitiert hast. Ich denke, am wichtigsten ist es, dass man dabei bleibt, den Bildern die Flüchtigkeit zu nehmen. Also dass man ihnen eine Möglichkeit gibt, sie zu archivieren, zu sammeln und immer weiter Leuten zugänglich machen zu können, damit sie tatsächlich diesen Evidenzcharakter auch behalten können. Also wenn man sich jetzt, wir haben uns darüber kurz mal unterhalten, mit Periscope sich das anguckt, wo die Bilder immer nur 24 Stunden vorhanden sind, das könnte niemals so eine Qualität entwickeln, weil das schon wieder weg ist, bevor ich mich daran erinnern kann. Also da ist zum Beispiel nicht möglich, überhaupt so eine Distanz herzustellen, die dann auch wirklich eigentlich ein Instrument eines Widerstands werden kann. Ich muss sagen, weil man sie nicht reflektieren kann und auch nicht analysieren und gegen jemanden einsetzen kann. Ich meine, es ist in Ägypten nie dazu gekommen, soweit ich weiß, dass irgendein Amateur-Video zum Einsatz vor Gericht kam gegen den Staat, soweit ich weiß. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist eher andersrum. Und diese Frage stellt sich jetzt auch sehr stark, weil Mussolini als Gruppe
je nachdem, hat sich auch sehr stark verändert. Viele sind gegangen, andere sind dazugekommen, das ist nicht so ganz klar. Was macht man jetzt mit diesen 100 Terabyte Zoll? Mit diesen hunderten Videos, Kamera, Augen, Tausende nach Kameraaugen, die das Ganze gefilmt haben. Was passiert, wenn man das jetzt online stellt? Wie stellt man das online? Das finde ich eine extrem spannende Frage. Und wie reagiert der Staat dann darauf? Der ja leider, wenn das Tape jetzt, quasi das Tape zurückgespult, und wir sind jetzt vor Mubarak in einer Steinzeit gegenüber Mubarak sogar. Es ist viel schlimmer geworden. Und der wird darauf nicht angenehm reagieren, wahrscheinlich.